Willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Wir haben hier die Erinnerung beim letzten Mal gefunden. Und warum leckt das jetzt? Leute, ist gerade so leicht laggy gewesen. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht fortsetzen. Abtrünniger bekommen. Oh, da bin ich mal gespannt. Tsunade ist als fünfte Hokage nach Konoha zurückgekehrt. Das sollte der Beginn eines neuen Zeitalters werden. Doch dann verlässt Sasuke mit brennendem Wunsch, sich an seinem älteren Bruder Itachi zu rächen, das Dorf und macht sich auf den Weg zu Orochimarus Versteck. Naruto und seine Freunde eilen Sasuke hinterher und werden unterwegs jedoch von Kimimaro abgefangen, einem von Orochimarus Dienern. Da kommt Gaara zur Hilfe, denn mittlerweile sind Konoha und Tsunagakure echte Verbündete geworden. So, am Geheimtechniktreffen zweimal Ninjutsu und zweimal Hilfsangriff. Kriege ich hin? Ach Gott, ich soll Lee spielen. Na gut, ich kann ja zum Glück wechseln. Das ist ja drin. Aber zum Hilfsangriff ist es gut. Nur für Geheimtechnik und Co. nicht. Bei Hilfsangriff, da ist eindeutig Gaara hier der Bessere. Eigentlich ist für alles Gaara der Bessere. Okay, vielleicht auch nicht. Dann wechsle ich mal. Obwohl ich finde, dass ich ihn damit wahrscheinlich noch hätte leichter treffen können. Ah, das zählt aber direkt als zweifacher Treffer. Nee, noch nicht. So. Ich will ihn dann, wenn, gleich erledigen. Oh, ich kann. Doch, ich kann noch tauschen. Verdammt, verdammt, verdammt. Der zieht mir aber auch nicht schlecht ab, muss ich sagen. Also, um ihm das mal zugute zu halten. Wenn er was kann, dann ist es Damage machen. So. Ich will ihn jetzt ungern damit erledigen. Aber mit dem Team-Jutsu ist das viel, viel einfacher, ihn zu treffen. Tja, das Ende von Kimimaro. War ja das, ja? Eine Erinnerung wurde. Ja, Erinnerungsfragmente haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel es von den Dingern gibt. Achso, jetzt habe ich. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Uhr gar nicht gestellt. Ha! Wir wissen gar nicht, wann der Part vorbei ist. Also, ihr wisst das schon, weil ihr seht ja unten die Leiste. Ich habe das nicht. Ich habe keine Ahnung, wann der Part vorbei ist. Aber ich würde schon rausfinden. Ich mache jetzt einfach nochmal 10 Minuten und dann ist gut. So. Da oben ist auf jeden Fall die Mission mit Konohamaru, denke ich. Und da finden wir nochmal ganz viele Erinnerungen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Nebenquest mit Konohamaru fertig. Die auch eine etwas größere zu sein scheint. Der ist auch noch hier. Ja Gott, die sind ja alle hier. Nee, dann holen wir uns erstmal die Erinnerung. Ich weiß, jetzt habt ihr mir was gesagt und ich komme nicht dazu. Was ist der Hokage? Der Name Hokage. Narutos Team hat Orochimarus Ansturm überlebt und es durch die zweite Vorrunde der Prüfung geschafft. Trotz aller erlittenen Verletzungen. Jetzt ist an der Zeit für den Endkampf, in dem bestimmt wird, wer in die nähere Auswahl kommt. Die letzte Vorrundenprüfung besteht aus einer Reihe von Kämpfen. Mann gegen Mann. Mano a mano. Und Narutos Gegner ist Kiba Inosuka, der Ninja-Hund-Anführer. Die Funken sprühen
nur so im grimmigen Kampf der zwei. Die beiden davon. Hä? Die Funken sprühen nur so im grimmigen Kampf der zwei. Die beiden davon träumen eines Tages. Ich glaube, da ist echt ein Übersetzungsfehler drin. Weil die beiden davon träumen, eines Tages Hokage zu werden. Wer wird wohl am Ende als Sieger aus dem Kampf hervorgehen? Der zwei, die beide davon träumen. Oh Gott, Leute, ich bin doof. Lernen tut nicht gut, zumindest mir nicht. Zwei mit Werfen treffen ist das Problem. Zwei mit Kunst des Tausches erfolgreich anwenden, auch kein Problem. Und eine Hit-Kombo. Ich glaube, das habe ich jetzt inzwischen oft genug gemacht. Das sollte ich auch hinkriegen. Ich glaube, das Schlimmste ist echt das Werfen. So, einmal werfen. Los, komm. Komm her. Ich muss dich noch einmal werfen. Ansonsten gibt's jetzt erstmal ein paar auf die Nase. Verdammt. Los, komm. Entweder jetzt die Hit-Kombo. Och. Verdammt. Ich will dich mit Werfen treffen. Komm sofort hier zurück. Oh, ich habe kein ultimatives Ninjutsu. So. Verdammt. Einmal muss ich noch werfen. Lieber. Ich muss dich noch einmal werfen. Lass dich jetzt packen. Oh, es ist so eine Qual, einen Gegner zu werfen. Ah, verdammt, das habe ich falsch gemacht. Ein Gegner zu werfen ist wirklich eine Qual. So. Los, kommt, den hatte ich doch schon im Prinzip. Ha. So. Ab jetzt hat Kiba verloren. Ich erkläre ihn hiermit zum Verlierer, auch wenn er mich jetzt mit dem Gazuga getroffen hat, weil ich gerade dabei war, ihn anzustürmen. Verdammt. Okay, das war jetzt vollkommen daneben, aber hat trotzdem irgendwie getroffen. Und ich meine, das ist doch was zählt. Oh, jetzt kann ich sogar erwachen. Aber unnötig. Brav gemacht, Naruto. Auch wenn ich mich mal wieder schlecht geschlagen habe. Ich bin echt schlecht. Ich bin kein guter Naruto-Spieler. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt machen wir aber erstmal Konoha. Ja, dafür haben wir noch die Zeit. Wir haben ja eh noch busy. Was? Hey, Konamaru. Naruto. Sensei Iruta sagte, dass dir wohl irgendwas Sorgen bereitet. Ah. Das hat er dir verraten? Komm schon, du weißt doch, dass du mit mir über solche Sachen sprechen kannst. Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Hä? Oh Mann. Konamaru. Die Fäuste hoch, hä? Es wird Zeit für ein Sparring. Das letzte ist schon viel zu lang her. Was? Wie bitte? Hier? Wenn du deprimiert bist, solltest du deinem Körper Bewegung verschaffen. Das hilft am allerbesten. Außerdem will ich wissen, wie stark du geworden bist. Also halte ich nicht zurück. Ja, genau. Wenn dein Freund es dir nicht verraten will, prügelt es aus ihm raus. Finde ich, ist die beste Strategie, sowas durchzuführen. Ja. So, wir müssen natürlich jetzt wieder nichts erfüllen, was für uns natürlich jetzt ein Riesenvorteil ist. Und wir können sogar ultimatives Ninjutsu benutzen. Von daher hau ich jetzt direkt mal eine 25er-Kombo raus. Ja.
Ja. Ich wollte jetzt nicht nach hinten springen, aber das ist auch okay. Zack. Ist auch für ein Sparring überhaupt nicht übertrieben oder so. Wie könnte man bloß das als übertrieben sehen, wenn man seinen Kumpel mit einer Bijudama angreift? Verdammt, jetzt habe ich mich treffen lassen. Ich wollte euch das bloß zeigen. Ich meine, ist das ja hier alles jugendfrei. Insofern, dass sie alle Bikinis anhaben. So. Schon wieder gewonnen. Ich finde, wir hätten ruhig im Zen-Mode gegen ihn kämpfen können. Uff. Ich gebe auf, du bist wirklich stark, Chef. Wie bitte? Ich mache nur ein klitzekleines bisschen ernst und schon gibst du auf? Konamaru, bist du sicher, dass du ausreichend trainierst oder lässt du die Sache schleifen? Dann gib mir doch ein bisschen Training. Hä? Du hast mich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr besucht. Ich weiß ja, dass du der Held des ganzen Dorfes bist und dass du beliebt bist. Weiß ich auch. Aber ich will trotzdem häufiger mit dir trainieren. Ist das nicht etwas kindisch? Ach komm schon, Konamaru. Ich bin auf dem direkten Weg, Hokage zu werden. Und diesen Weg beabsichtige ich weiter zu verfolgen. Also werde ich jetzt möglicherweise dich noch seltener besuchen. Vielleicht höre ich sogar ganz auf, dich zu trainieren. Aber was soll's? Bist du wirklich so ein schwacher Ninja, dass du ohne mich nicht stärker werden kannst? Konamaru. Der Konamaru, den ich kenne, ist nicht nur ein Rivale. Er ähnelt mir vielmehr so sehr, dass ich ihn fast wie einen kleinen Bruder betrachte. Einen kleinen Bruder, der immer nur in die Zukunft schaut. Ich weiß ja, dass ich mich kindisch verhalte. Aber ich bin ja auch noch ein Kind. Und ich kann mich einfach nicht zu so einer Entscheidung durchringen. Du bist schon ganz und streng, Chef. Wenn man mal so zurückdenkt, wurdest du schon wütend auf mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Wirklich? Ich habe es nicht vergessen, dein Gesicht, was du mir damals gesagt hast. Du hast mir damals den Schubs in die richtige Richtung verpasst, genau wie heute. Ich will mich nicht nur einfach damit abfinden, dass wir von jetzt an sogar noch weniger miteinander trainieren. Aber es wäre noch schlimmer, dich auf deinem Weg aufzuhalten. Es gefällt mir, wie du deinen Weg Schritt für Schritt beständig weitergehst. Deshalb werde ich dich nicht aufhalten. Ich werde meinen eigenen Weg finden. Nichts kann das Band zwischen uns jemals zertrennen. Wir werden immer miteinander verbunden sein. Ha. Gerade eben hast du doch gesagt, ich sei ein Rivale, oder? Dann nehme ich mir ebenfalls vor, einmal Hokage zu werden und ich werde dich dabei einholen. Werde also niemals unvorsichtig, ich werde direkt hinter dir sein. Und wenn du auch nur eine Sekunde lang nicht wachsam sein solltest, werde ich dir nichts überholen. Ja. Und jetzt dann sind wir Rivalen. Dann hol mich ein, wenn du kannst. Jawohl. Haha. Iruka guckt zu. Sie sind wirklich erwachsen geworden. Naja, so erwachsen sind sie jetzt auch nicht. Das muss einfach mal gesagt werden. So, ein Erfolg. Ich darf nicht zulassen, dass Konamaru mich übertrifft. Oh ja, ich werde mein Bestes geben. Das heißt... Wenn wir jetzt mal nachgucken, wo konnte ich das denn nochmal sehen?
War das doch hier? Ereignis? Nee, Moment, da musste ich doch hier... Genau. Das hier ist schon abgeschlossen, das ist auch abgeschlossen. Das heißt, so viele Missionen sind es eigentlich gar nicht, die wir machen können. Ja, Killer Bee. Oh, Schwierigkeit S-Rang und das hat das Schwierigkeit D-Rang. Okay. Das hat Schwierigkeit A-Rang und das hat das hat B-Rang. Hier, paar Töpfe zerkloppen hat B-Rang. Ich glaub's auch. Da unten habe ich eine Erinnerung vergessen. Da kann ich mich dann nachher nochmal hin teleportieren, wenn wir hier mit B gelabert haben. Das machen wir allerdings im nächsten Part, Leute. Lasst mir jetzt Kommentare einen Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuguckt. Und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.